I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hey. Hallo, Glück auf! Hallo! So, wir sind hier an der Ruhr in Essen-Steele. Jo. Glaube ich, ist das? Ja. Und wir machen heute unser allererstes Wohnmobil-Dinner. Ja, hurra, wir sind wieder draußen. Wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs. Genau. Wir sind hier am Bootshaus Ruhreck. Ja. Bootshaus Ruhreck. Sehr schön. Jo. Kannst du schön laufen. Zeige ich gleich noch mal ein paar Bilderchen. Wir stehen hier sehr gut. Und ja, wir haben da jetzt... eine sehr nette Begrüßung. Ast rein. Ja. Jetzt bin ich gerade überlegen, wir hatten ja, wie sind wir drauf gekommen? Du bist, glaube ich, in so einer Facebook-Gruppe da. Ja, man hat das eine oder andere Mal von Wohnmobil-Dinner gehört und da habe ich da mal ein bisschen durchforstet und da gibt es eine richtige Gruppe bei Facebook. Und ja, da habe ich da mal reingeguckt, da kann man richtig nach Postleitzahl gucken, jetzt wo man hin will, ne, dass das nicht so weit weg ist. Ja, und dann habe ich so... Typisch Robot, ne? Schöner Zug noch. Ja, und dann habe ich uns das hier rausgesucht. Genau. Ich hatte so mehrere in der Auswahl. Die und, Auswahlkriterien war die Speisekarte. Ja. Kann man dazu sagen? Ja, ne? Ja, auch. Und die Entfernung halt, dass es nicht so weit genau. weg ist. Genau, wir wollten ja nur mal kurz um eine Ecke. Ja, kurz mal raus mit der Karre. Ja. Ja. So, und dann sind wir auf Essen gekommen. Ne? Ja. Wir haben noch eins in Waltrop gesehen, also das hätte mich auch interessiert, aber... Mich hat das hier aber interessiert, weil man hier auch so schön an der Ruhr steht. Ja. Und... Fahrrad. Und wir laufen jetzt hier auch gerade diesen Weg entlang, direkt an der Ruhr. Vielleicht kann man die im Hintergrund sehen. Ja, ich muss das mal wechseln. So, und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir nach Essen. Ist eine halbe, dreiviertel Stunde von uns entfernt, das ist kein Thema. So, kannst auch gut fahren. Und ja, also, was ich sagen wollte, genau. Also die Speisekarte war ausschlaggebend. Und dann habe ich da angerufen, Termin gemacht für heute. Heute ist Donnerstag, der? Ja. 14. 14., okay. So. Also wir haben gestern angerufen und für heute einen Termin gemacht. Das genau. war jetzt ganz kurzfristig. Genau, das war jetzt ganz kurzfristig. Wurden jetzt gerade begrüßt, das heißt, halt mal den Hund fest, da kommt noch ein Fahrrad. Als wir jetzt hier gerade angekommen sind, habe ich noch mal kurz angerufen. So war die Vereinbarung. Und dann hat sie uns einen Platz zugewiesen. Und ja, jetzt gehen wir hier noch ein halbes Stündchen mal durch die Gegend. Und wenn wir gleich wieder da sind, rufe ich wieder an. Ist ja alles kontaktlos, ne? Ist ja auch gut so. Wir sind auch die Einzigen, ich habe gelernt, ne? Nicht die Einzigen, wow. Die Einzigen. Und, hey, jetzt richtig was los, wir sind ein Jogger. Und dann können wir unser Essen bestellen. Ja. Und dann bin ich echt gespannt, ja. wie das alles so wird. Genau. Viel Gutes schon von gehört. Und dann erzählen wir auch, was wir bestellt haben. Und pipapup. So, wir laufen jetzt erstmal ein bisschen, weil wir haben ja die Schnuckelschnauze mit hier. Ja, ja. Die Ruhe, traumhaft schön. Ja. Oder? Ist sehr schön hier. Viel los hier auf dem Weg. Schön mit Industrie im Hintergrund.
herrlich Ruhrpott. Ich liebe es. So, wir gehen jetzt zurück. Ja, ist kalt. Weil wir haben Hunger und der Eisprinzesschen ist kalt. Und der Baumelfe. Der Baumelfe. Dem Hund ist halt übrigens egal. Ja. Sieht man dich überhaupt? Keine Ahnung. Oh, das reicht. Einmal die Vorspeise schon mal bestellt. Ein lecker Bierchen dazu, was man so braucht, ne? Ja. So, das sieht alles sehr gut aus. Mal gucken, wie es schmeckt. Erstmal Prost. Ja, Prost. Prost, auch auf euch. Das kann man machen. Lecker, lecker. Und, wie schmeckt's? Sehr lecker. Ist vor allem ein gemischter Salat. Manchmal sind so diese gemischten Salate nicht wirklich gemischt. Ja, ist ja so. Aber hier ist alles dabei. Salat, Gurke, Tomate, Paprika, Möhrchen. Sehr leckeres Dressing. Sieht aber lecker aus. Yum, 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 yum. Der Hund riecht auch schon. Steigt was ab. Hast du? Ich habe das Lüneburger Deichlamm mit Speckböhnchen und Bratkartoffeln. Und ich habe ein Rumpsteak auf Tomatenjuice, einen frittierten Rucola und Bratkartoffeln dazu. Und wenn ihr das riechen könntet. Ich trinke. Lecker. So. Guten Appetit. Guten Appetit. Vielleicht esst ihr auch gerade. Lass es dir schmecken, Schatz. Also ich hoffe, das kann man hier auch alles so ein bisschen jetzt erkennen. Bei dem diffusen Licht. Aber. Also ich habe ja. Entschuldigung, ich habe den Mund voll. Ich habe ja noch nie Lamm gegessen. Und ich war auch lange am Überlegen. Aber das ist so lecker und zart. Man hat so ganz eben so ein bisschen Lammgeschmack, aber ist ne, nur so ganz nebenbei. Genial. Also mein Steak ist schon weg. Und es war hervorragend, ganz ehrlich. Und was ich auch richtig gut finde, die haben, das Essen kam hier auf vorgewärmte Teller. Und so eine Glosch war da drauf. Und gut, waren jetzt hier kurze Wege, weil wir heute sind ja alleine hier. Wir stehen jetzt quasi vor der Tür. Ja, wir haben direkt vor der Tür, kann man jetzt nicht sehen, direkt vor der Tür geparkt. Und knallerheiß kommt das Essen an. Also der da glaubt oder vielleicht ein bisschen vermutet, dass das Essen zu kalt ankommt. Also hier in dem Falle, ich weiß nicht, wie das sonst ist oder wenn hier mehrere stehen. Aber so ist das schon richtig gut. Ja. Richtig gut. So, da war jetzt der zweite Gang. Ich habe mich aber für Dessert noch entschieden. Ja. Ja. Du auch? Ja. Apfelstrudel. Apfelstrudel. Ich nehme ein Palaschinken. Ich weiß zwar nicht, ob ich den noch schaffe, aber... Ich aber. Ich würde mich für dich opfern. Ah, nee, war... Also bis hierhin echt supi. Ja. Muss man ganz klar sagen. Tipp, top. Haben wir schon gesagt, dass wir in Essen sind? Ja, ne? Wir sind in Essen, Essen. Ja. Wir sind Essen in Essen. Wir sind Essen in Essen, ja. Ja, sehr schön. Gut, wir bestellen mal ein Dessert. Und mal gucken, was noch so kommt, was noch so geht. Jo. Wir haben jetzt gerade nochmal unser Dessert bestellt und... weiß ich nicht, eine Viertelstunde gesabbert. Ja, also sehr nett. Sehr ja, wirklich. Also wirklich, die sind total geil drauf hier. Ja. Was ich aber noch sagen wollte, was ich gerade erfahren habe, wir hatten zwar beim Essen schon mal kurz überlegt, ob so ein Wohnmobil-Dinner, ob die das wohl beibehalten. Fakt ist, hier in Essen behalten sie es bei. Genau. Und jetzt kommt der Hammer. Mit der Möglichkeit, hier dann zu übernachten. Exakt. Die haben jetzt hier gegenüber, haben die noch einen großen Parkplatz. Platz, Schotterplatz. Also wer autark sein kann, der kann sich dann auch hier hinstellen. Also hinstellen, wenn er was zum Essen bestellt hat. Ne? Also genau. Für die Gäste. Für die Gäste. So, und morgens gibt es noch Frühstück. Das ganze rundum Sorglos-Programm. Wer möchte, ja klar. Ja.
Das eine oder andere Event ist auch schon geplant. Genau, ich habe mich hier gerade mal eingeklinkt in der ganzen Nummer. Und wir bekommen Bescheid, wenn hier ein paar Events starten. Und die, was macht die Kamera? Und ich würde dann, oder wir würden ja dann mal berichten, ne? was hier so geht mit Gaukler, Lagerfeuer, das ganze Prozedere. Und direkt an der Ruhr. Es hört sich mega an, wollen wir mal gucken, was passiert. Ja. Sie wollen auf jeden Fall das beibehalten. Und das ist schon klasse genug, oder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt bin ich gleich mal auf das Dessert gespannt. Ja. Wenn es so lecker ist wie das andere, dann... Wenn das genauso performt wie das Hauptmenü oder Hauptgericht, dann... Ja. Gehen wir satt und zufrieden, fahren wir nach Hause. Unbedingt. Freunde des gepflegten Essens. Kann man so sagen, ja. Das ist unser Dessert. Einmal Apfelstrudel mit Vanillesoße. Ja? Warme Apfelstrudel. Warme Apfelstrudel mit Vanillesoße. Schuldige Gänse, Hühner hatten wir nicht. Und ich habe einen Ballatschinken mit Schoki, bisschen Frucht und ein Käffchen und lecker. Mhm. Ja, heiß. Das soll wohl sein. Also. Letzter Gang. Wir melden uns aber gleich nochmal. Zum kleines Fazit machen wir gleich noch. Ja. Tisch ist abgegrast. Oh. Bauch voll toll. Satt. Satt bis unter den Augenbrauen. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Sieht man dich überhaupt so? Ja, mich sieht man. So. Alles gut. Nein, es war... Hervorragend. Super lecker. Super nett. Ja, super nett. Also wirklich. Ja. Also eine Ruhrpott-Herzlichkeit, wie sie im Buche steht. Ganz ehrlich. Kommen wir unheimlich gut mit klar. Ja. Macht aber auch daran liegen, dass wir selber auf Kohle geboren sind. Mach's dann. Hier Schweißausbrüche gerade. Das ist nicht schlimm, können wir wegtupfen. Ja, wie gesagt, also wir haben jetzt hier wirklich sehr, sehr gut, sehr lecker, sehr viel gegessen. Ging alles rucki zucki zügig. Ja. Also ich habe mir gerade noch mal beim Bratapfel hier bei dem Apfelstrudel die Zunge verbrannt. So warm war der, so heiß war der. Nee, so gierig bist du. Ja, ich hatte ein kaltes Eis noch versteckt unter dem Palaschinken. Ein Vanille-Eiskugel. Ja, war absolut toll. Ja. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wo wir jetzt hier gestanden haben, schreibe ich nochmal unten drunter. Geht mal auf die Homepage. Die machen hier das Dinner ganz hervorragend aus unserer Sicht. Ja. Ist unser erstes gewesen, ganz klar. Aber wir haben keine Vergleichsmöglichkeiten. Aber wir waren schon mal öfters essen, so ist das nicht. Ne? Ja, genau. Und das hat natürlich hier so ein Flair im Wohnmobil. Ich sag mal, so ganz anders als so manches Drive-In-Restaurant. Ne? So ganz anders. War wirklich hervorragend. Ja, ja. Wir trinken noch in Ruhe aus. Ja. Quasseln noch ein bisschen, lassen den Abend ausklingen und dann fahren wir wieder nach Hause. Ja. Ganz gepflegt. Und freuen uns, dass ihr dabei wart. Liken wir ganz schön, abonnieren sowieso, wisst ihr ja alles. Ne? Hast du noch was zu meckern? Ich habe nichts mehr. Ich bin... Wunschlos glücklich. Ja. Also es hat meine Erwartungen übertroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Man ist ja beim ersten Mal doch so ein bisschen skeptisch, wie klappt das alles und ist das wirklich heiß, das Essen und schmeckte. Ich meine, wenn man dann auch mal was probiert, was man sonst noch nie gegessen hat. Ne? Ich hatte jetzt das Lamm und wie gesagt, ich habe noch nie Lamm gegessen, aber für mich war das absolut spitzenmäßig. Ne? Also ich war da erst so ein bisschen zögerlich, nimmst du nicht, aber wirklich voll lecker. 100%, alles gut, alles gut. Und das ist wirklich was Gutes hier gewesen. Definitiv, ja. Und das hat sich wirklich so als kleiner Urlaubs... Das war unser Urlaubshighlight. Das war unser Urlaubshighlight hier, wir haben zwar sonst nichts gemacht im Urlaub.
Außer ja. geputzt. Aber ja. Highlight. Nein, wir haben ja noch ein bisschen Definitiv. Do-it-yourself-Videos. Ne? Aufpassen, ich bin jetzt mitten in der Produktion schon. Ja, ja. Okay, ich würde sagen, das war's, okay? Ja. Machen wir Schluss? Ja. Also bleibt sauer, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Glück auf. Bis bald. Tschüss. Tschüss.